Bye. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Feed the Beast Infinity hier auf den Cologne Fire TV Let's Play Server. Nehmen wir uns mal den richtigen, nicht den falschen. Der andere ist nämlich zum permanent drauf zocken, ohne Aufnahmepflicht. Für den Fall, dass ihr mitmachen wollt auf den Server, einfach bei Cologne Fire melden. Und dass ihr auf den normalen Minecraft Server wollt, ohne Let's Play. Ihr könnt drauf aufnehmen, müsst nicht. So, und dann joinen wir mal. Eigentlich wollte ich jetzt sogar noch was vorbereiten, bevor ich hier drauf anfange mit aufnehmen. Aber ich denke mal, das kriegt man so und so hin. Ne? Mal schnell schlafen gehen, hier kann ja zwar nichts kommen, aber man weiß ja nie. So, müssen wir unseren Hammer nehmen, den bestimmt noch reparieren. Kabel. Da haben wir ein bisschen. So, ja, hab noch ein bisschen Gold mal fix gemacht. War mal kurz auf dem Server, hab mal ein bisschen Gold rausgenommen. Um halt, ja, zu machen. Und ich denke mal, was unser Feld wieder steht. Oder? Ich denke mal, ja, weil wir hier was haben. Was noch nicht eingespeichert ist, das tun wir mal hier mit rein. Und damit dürfte er eigentlich jetzt wieder laufen. Ja. Ha. Okay. Sei es drum. Ja, die sind wieder gewachsen. Mal schnell wieder abbauen. Und hoffen, dass wir... sind fast alle komplett gewachsen. Eine Enderperle ist weg, oder? Das sieht zumindest, oder es war einer noch nicht richtig fertig gewachsen, das kann sein. Flup, 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 flup. Gut, da haben wir die. So, und als erstes gehen wir so oder sowas in Auftrag und einen Alloy Smelter. Und zwar möchte ich halt. Kommt. Dankeschön, weil ich möchte jetzt sozusagen unsere Segment, also unseren Pur. Ach, komm schon. Unseren Furnace upgraden mit den Capacitators. Und da müssen wir halt noch ein bisschen was machen. Und zwar brauchen wir dafür gucken wir mal. Wer brauche ich nämlich? Ja, natürlich sind wir blind. Den hier. Und dafür brauchen wir halt Ribrand und Energetic. Also brauchen wir jetzt nochmal. Energetic geht Gold, Redstone, Glowstone. Ja, machen wir mal 16 Stück. Glowstone. Okay. Redstone, Gold, Glowstone. Das braucht natürlich jetzt immer noch seine Zeit. Aber wenn wir dann den verbesserten haben, geht das gut. Zack. Ich hatte, ach ja, hatte mal die Kiste ein bisschen ausgeleert. Okay. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist sozusagen dann mal gucken, ob wir es hinkriegen. Von da, ne, kommen wir nicht direkt dran. Und zwar wollte ich dann gerne mal, da müssten wir hier lang. Oder kriegen wir es hier hin? Bisschen hier lang. Mal gucken, wo wir rauskommen, ob es perfekt passt, ob wir im Keller rauskommen. Ich weiß es nicht. Excavator. Nope. Zap, machen wir so. Tun wir mal ein bisschen. Ein bisschen hin und her switchen, ist ja kein Problem. Noch nicht. Na, war schon richtig. Den Hammer wollten wir eigentlich reparieren. Aber passt gerade so. Na gut, da können wir hier unseren Keller noch ein bisschen. Ah, das war die Treppe. Schuh. Gehen wir halt mal hier rein.
So. Gut, Treppe, das wird ja eh alles dann. Können wir entweder Elevatoren nehmen oder. Das andere von Ender.io, ich komme gerade nicht drauf. Ein bisschen Erde hin. Mal gucken, wo war er denn? Hier ein Travel Anchor. Das geht eigentlich, das ist relativ billig. Gut, aber eigentlich möchte ich jetzt die Teile dann umsetzen, dass wir in den Deep Storage Units halt nur die Endprodukte lagern. Mal anstatt Redstone Essence, sondern Redstone. Glowstone, Copper, das wird aber dann gleich noch automatisieren, dass es verarbeitet wird. So, Iron, Coal, Coal kommen wir gleich wieder rein, Diamanten, Rubber und Tin. Aber das werden wir jetzt gleich mal machen. Hoffentlich kriegen wir das hin, aber erstmal werden wir bestimmt noch ein paar Item-Conduits brauchen. Item, da haben wir nur noch 30. Ich weiß nicht, ob es langt. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, die Torch hätten wir mitnehmen können. Dass wir noch ein bisschen ausleuchten können unten. Na ja, gut, wir brauchen nicht ausleuchten. So, dass hier das Kabel dann. Möchte ich halt, dass das hier oben lang geht, hier um die Ecke. Und dass das hier verarbeitet wird mit dem Inventory Manager. Also machen wir erstmal jetzt das. Oh, gucken wir mal. Ja, war klar, dass ich wieder zu viel gebaut habe. Okay, das passt. So, da kommt dann hier eine Truhe hin. Dann kommt hier der Inventory Block Manager. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt machen wir jetzt erstmal 8 Stacks Wood rausnehmen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und machen uns gleich mal ein paar Truhen. Ja, machen wir so hier, da kriegt man nämlich schon mal gleich. Oder? Ne, kann man nicht benutzen. Schade. Ja, machen wir es halt so. Upp. So, da haben wir mal einen Stack. Wir brauchen es oder so ein paar mehr Hopper, also brauchen wir erstmal schauen, Paper. Kriegt man eigentlich hin. Ja, wir bräuchten. Machen wir mal 16 Hopper. Ja, schön. Das geht ja noch nicht hier mit. Wir brauchen erstmal Iron. Was haben wir hier? Gucken, ob wir hier Chests drin haben. 9 Stück noch. Die nehmen wir mal raus. Oh, danke. Zack. Paper. Mal gucken, ob es lang. Naja, sieht nicht so aus. Schade. Gut, aber jetzt haben wir erstmal 13 davon. Und unser Elefant, der kocht. Aber hat es bald durch. Das ist schön. Und zum ersten Mal. So, okay, aber lass mich hier mal jetzt voran. Wir werden das. Na schön. Fällt man runter, wird es bunter. Inventory. Da haben wir ihn schon. Redstone Block, null Probleme. Pisten. Null Probleme. Gut. Wir brauchen jetzt oder so. Chest. Na ja, gut, wir brauchen plus 2. Ja, das geht alles gleich in Pulverisation, dass man es in Pulverizer geht. Vor allem wegen Gold, aber wegen hier Cinnabar. So, und wir brauchen ja nur noch das.
Den Bright Print Alloy, da brauchen wir halt noch eine Enderperle. Und haben wir, ja, die haben wir schon reingetan. Zip. Na gut, kann man 4 hinkriegen. Flup, flup. Zack und zack. Okay, jetzt können wir erstmal wieder weitermachen. Dann nehmen wir uns nämlich erstmal die Goldessenz. Truhe hier hin. Truhe dahin. Inventory Block. Holen wir uns mal ein bisschen. Ah ne, die Goldessenz ist ja oben. Stimmt ja. Ja, komm mal ran von hier. Ja, komm mal von hier ran. Muss man bloß hier rumlenken. Ist ja kein dickes Problem. Okay, jetzt kommt man raus noch nicht verbinden. Fliegen wir mal hoch. Holen wir uns mal ein paar Goldessenzen. Okay, ja gut. Wir brauchen mal Insert Plus machen. Erst einmal ein Output, dann der Crafter, dann Input und dann Triggerer. Ein Trigger. Input. Wir hätten die vielleicht upgraden sollten, um die zu unterscheiden. Machen wir die Eisenkiste. Schnell schlafen. Also in der Eingangs machen wir die Eisenkiste, weil sonst müssen wir mal gucken nach den Quartz. Ist ja nicht so gut, wäre das kleinste Übel. Aber so können wir es halt farblich unterscheiden. Schlau sein und faul sein. Zack. Sneaken. Wunderbar. Jetzt Input. Inventory. Ha. Iron Chest. Item. Whitelist. Essence. Off. So, jetzt müssen wir kurz gucken hier. Gold. Das ist Force. Glowstone, was kommt näher? Da. Okay, das tun wir jetzt gleich mal hier. Zack und. Bisschen verschieben. Crafting. Crafting. Zack. Das brauchen wir bis immer suchen. Das tut es zwischendurch speichern. Das ist gut. Und das gleich eingeben. Guten Künstler der Zwischenablage. So. Verbinden. Und jetzt Output. Inventory. Zack. Item. Whitelist. Ohr. Gold. Dankeschön. Okay. Jetzt können wir das nämlich hier ein bisschen übereinander lappen. Platz sparen. Gold ist geregelt. Können wir kurz gucken, haben wir 10 Stück. Und da haben wir die Gold-Ores. Und immer wenn 9 drin ist, 8 drin sind, wird das vercraftet. Und wir brauchen eh noch einen Hopper. Wir müssen dann Energien hier unten langlegen. Okay, die sind durch. Dankeschön. Capacitator. Wir brauchen erstmal von denen ein paar. Wir brauchen Gold Nuggets. Faulheit siegt. Zack. 25. Jetzt brauchen wir die hier. Haben wir Coal Dust. Einigermaßen. Ach, jetzt fehlt uns das. So haben wir 6 Stück. Können wir 3 machen, also könnten wir. Ah ne, wir haben jetzt kein Energetic Alloy mehr, also machen wir 2. Glowstone Block. Zack und zack. Da ja, müssen wir noch so machen. Flup. So, und da kann er nämlich 500.000 RF speichern und läuft gleich mal ein bisschen schneller. Gut.
Den du machst mal hier rein. Die auch. Okay, knapp 6 Minuten haben wir noch. Wir müssen so oder so. Glaubst du was? Jupp. Redstone halt. Dip. So, und jetzt läuft das ja nämlich schon viel schneller und kriegt immer noch. Ne, wir müssen bald Energie upgraden. Okay. Coole Idee haben wir gemacht. Müssen wir so das so hier mal langsam automatisieren. Brauchen eh noch Deep Storage Units, also. Vierer können wir noch machen. Müssten halt nur. Zack. 2, 3, 4. 1. Nein, jetzt wird uns das harte Glas. Haben wir noch hier. 2, 3, 4. Jetzt fehlt uns. Naja, geht eh nicht, also. Jetzt fehlen noch Plastic Sheets, Raw Plastic. Und jetzt haben wir es aber. Wunderbar. Weil da kann man nämlich das und das austauschen. Natürlich haben wir jetzt gerade keine Axt dabei. Dann die geht ja mit der Pickaxe am besten. Machen wir sowas von klar. So. Weil da kann unsere hier automatisch laufen. Unten machen wir auch noch gleich weg. Ach nö. Jetzt haben wir aber alle, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Dirtblock. Zack. Wunderbar. Jetzt bloß noch die austauschen. Da brauchen wir eine Axt. Na, eine Stone Axe haben wir noch. Gerade so. Zack. Ha, du das nämlich jetzt alles hier unendlich produzieren. Na, da kommt raus. Ah, versteckt sich da noch Cola? Hier noch? Nicht mehr, gut. Ach, wunderbar. Gut, wird extrahiert, wunderbar. Ne, da war falsch. Da kam hier hin. Wunderbar, und dann können wir jetzt darauf zugreifen, wenn wir Charcoal brauchen, die nehmen. Ist durch. Och, wunderbar. Jetzt geht das ja übelst zügig. Ne, jetzt bräuchten wir noch Enderperlen. Ach komm, wir machen erstmal 16 davon. Wir brauchen eh noch Conduit Binder für die Energie. Ein Pulverizer brauchen wir jetzt. Das können wir eigentlich gleich mitnehmen. Pulverizer, Papa. So. Und haben wir schon wieder. Ach, wir müssen es erstmal nach oben konfigurieren. Dann müssen wir so oder so dann hinter noch ein bisschen wegnehmen. Jetzt ist er kaputt. Jetzt müssen wir ihn reparieren. Jetpack müssen wir auch mal bald aufladen.
Machen wir jetzt mal eine Crafting Station. Da. Oder? Ach, kann man hier drinnen machen. Dumm. Gut. So, von hier hinten erfolgt dann die Verkabelung. Pulverizer. Hopper. Müssen wir bloß noch unkonfigurieren. Dass hier der Input ist. Und dann machen wir links einen Ausgang. Orange bitte, dankeschön. Und dann machen wir dann hier drüben die Goldchest hin. Cool. So, das müssen wir dann eben poppen, oder? Hätten wir das mit anderen machen können? Ich denke mal, das werden wir mit anders lösen. Wir müssen eh hier. Machen wir auch mit Item-Filtern. Also mit Item-Conduits. Zack. So, machen wir hier nämlich die Chest hin. Denke mal eher hier. So, jetzt guckst du, probier ich aber nochmal. Müssen wir hier noch. Insert. Insert. Weil da müssen wir halt dann die Basic-Filter benutzen. Weil da können wir dann 10 verschiedene schon drinnen lagern. Da können wir dann hier Golduhr rein. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und dann sage ich jetzt mal hier danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, haut rein!